Hallo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Garkulum, und ganz viele von euch haben sich einen Pre-Release von Cashploit 3 gewünscht. Ja, ich persönlich halte dies für eine ganz gute Idee, weil ich in der Zeit, wo ich das Plugin mache, von euch erfahre, welche Bugs es gibt, also sprich, welche Fehler das Plugin noch hat und ich dann diese beheben kann. Viele von euch fragen sich wahrscheinlich, wie kann man sich das Plugin jetzt holen? Ja, ihr müsst zunächst auf die Webseite cashploit.sql7.ch, Link ist natürlich in der Beschreibung, könnt ihr natürlich draufklicken. Und dann kommt ihr auf eine Seite, wo ihr ein paar Sachen ausfüllen müsst. Also, ihr müsst hier einmal euren Minecraft-Username eintragen, damit das Plugin euch sozusagen identifizieren kann und euch trustet. Und ja, und das, der Rest da unten, das ist für die Tarnung halt gedacht. Ja, also wenn der Owner von euch, also ich trage jetzt hier meinen Username kurz ein, Garkulym. Wenn der Owner von euch ein Skype-Plugin haben möchte, wo man bei Slash Skype sein Username, also sein Skype-Username angezeigt bekommt, dann könnt ihr das hier ganz einfach umsetzen. Ihr gebt dann hier einfach bei Namen des Skype-Plugins Skype ein und als Tarnbefehl Slash Skype und dann unten könnt ihr sogar Farbcodes verwenden, müsst Unzeichen nehmen und C der Name der Nee, die Skype vom Owner, Doppelpunkt und dann und A, steht für grün, Owner HD. Und dann könnt ihr euch das dann so runterladen. Es ist dann so eingestellt, wie ihr das hier ausgefüllt habt. Und ja, es wäre natürlich ganz sinnvoll, das Plugin vorerst umzubenennen. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich einfach zu faul bin für... Aber ihr solltet das auf jeden Fall tun, weil sonst nimmt kein Owner euer Plugin an. So, also wenn man jetzt hier Slash PL eingibt, dann sieht man, dass das Plugin Skype heißt. Genauso wie ihr das hier auf der Webseite eingestellt habt. Ja, jetzt gehen wir mal kurz drauf. So, und wenn ihr mit dem Usernamen draufkommt, den ihr hier eingestellt habt, dann seid ihr direkt getrustet. Aber macht euch da keine Sorge, wenn ihr zum Beispiel mit euren Freunden griefen wollt, könnt ihr mit plus Freund eure Freunde ebenfalls trusten. Und ja, wenn der Owner, also sobald das Plugin drauf ist, kann der Owner dann einfach slash Skype eingeben und es kommt dann die Nachricht, die Skype vom Owner, Owner HD, genauso wie ihr das hier eingestellt habt. Ich hoffe, dass euch das irgendwie weiterhilft, ja, wenn... Doch, dann könnt ihr mich natürlich unterstützen, indem ihr hier auf Abonnieren oder auf Folgen klickt. Das wird mir ganz doll helfen. Ja, bis dann.